Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zurück zu Minecraft Wii U Edition. Beim letzten Mal haben wir, ich glaube, die obere Etage soweit fertig gemacht. Stimmt, ja, wir haben die ja erweitert, ne? Richtig. Hallo? Hallo? Danke. Ne, wir haben halt geplant, dass hier das Netherportal hinkommen soll. Und das werden wir auch tun. So. Was mir aber auch ein bisschen leid tut, ist, ich habe auch beim Aufbauen so einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar habe ich den Boden nicht mit einberechnet. Ich habe die Nether, was heißt Nether, die Obsidian-Stücke, die habe ich gar nicht. Naja, Kinders, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass ihr anfangt zu weinen? Ja, ganz einfach. Ich Vollidiot hab's irgendwie hinbekommen, auf dem Boden keine Obsidian Blöcke zu platzieren. Das war sehr, sehr intelligent. Kann ich jetzt nochmal da reingehen? Ist doch nicht wahr. Junge. Alter. So. Nämlich baut man das Portal so auf. Zack, zack. 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 Jetzt ist halt nur die Frage, um noch eine Einheit? Ja, ne? Ja. Ich glaube, so dürfte es auf jeden Fall reichen. Oder bin ich dumm? Ich denke, so sollte es klappen. Lass mich kurz mal schauen. Und zack. Und zack. Das sollte eigentlich ausreichend sein für ein Netherportal. Ob das auch wirklich klappt, das werden wir jetzt sehen, indem wir das Feuerzeug nehmen und es anzünden. Es klappt nicht. Wieso denn nicht? Es ist wahrscheinlich zu, um eine Einheit zu gering, ne? Ja, das ist natürlich super. Gut, dann habe ich einen kleinen Fehler gemacht, das ist kein Problem. Weil man hat mir gesagt, ich kann die Ecken auslassen. Ich muss an den Ecken nicht zwingend Obsidian platzieren. Das muss nicht sein. Also quasi hier die Ecken. Die kann ich auch freilassen. Ich kann auch irgendwas anderes hinpflanzen. Es ist nicht notwendig, da Obsidian zu platzieren. Ne? Ich habe ja auch kein Obsidian mehr. Das ist alles, was ich habe. Das ist alles, was ich habe. Ja. 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 Mehr habe ich ja nicht. So. Jetzt zeigt euch mal der Boss, wie man das zu machen hat. Erstmal nämlich da noch ein Obsidian. Okay. Alles klar. Und dann eigentlich so, ne? Das sollte dann aber auch wirklich gehen. Leute, lasst uns runterzählen. 3, 2, 1. Ja. Gib's zu. Gib's zu. Ich bin gut. Habe ich nicht recht? Ich würde aber sagen, wir lassen die oberen mal und sammeln irgendwann mal bei Zeit ein neues Obsidian ein. Passt das. Oh, und ihr hört die Nether-Geräusche, nicht wahr? Lass uns mal kurz da reingehen. Macht aber schon Arschgeräusche, ne? Also, wir sollten da Vorsicht walten lassen. Na und warum wir das nach draußen gestellt haben, ist ja ganz einfach, wenn irgendwann mal Lohen oder so es schaffen sollten, hier durchzukommen, stehen die hier rum und können quasi, ja, ne? Nicht viel ausrichten. Ich sollte das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr eindachen, damit die nicht noch mehr auf dumme Gedanken kommen sollten. Also insofern das so ist, ne? Also ich bin jetzt mal so vorsichtig und baue alles noch so ein bisschen weiter höher. Ne? Der Sicherheit ist auch keine Grenzen gesetzt. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, das zu tun. Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass das hier noch eine Einheit höher sein muss. Und alles weitere sowieso, ne? Ciao, Fackel, mach's gut, ich habe dich geliebt.
Ne, aber das heißt ja auch im Umkehrschluss, wenn wir das hier höher platzieren, ist das hier auch sicherer, wenn wir die ganzen Mauern so ein bisschen höher bauen. Ne? Brauchen wir auch keine Angst mehr zu haben, dass uns hier irgendwas kaputt geht oder dass hier irgendwas abfackelt, weil, naja, ich sag euch mal so, der Neta ist feurig, um es mal ganz nett auszudrücken. Und, naja, es gibt da schon die ein oder anderen Viecher, die gerne mal Feuer spucken. Mit Feuerbällen spucken und mit richtigen Feuerbällen, also schlimmer als Bowser es tut. Ja, richtig. Da muss ich sagen, es ist echt Konkurrenz. Ja, ihr habt's gehört, ne? Wenn Bowser das sagt, dann meint er das auch so. Ich mach das aber auch noch zu. Zack, zack, zack. Und dann wäre unser Haus sicher. Also ich denke jetzt mal nicht, dass es noch, dass noch irgendwie ein Gegner es schaffen könnte, da oben drauf zu kommen. Ne? Sehr schön. Da geht uns einfach mal die Spitzhacke flöten. Das ist doch krass. So. Das sollte erstmal reichen. Ne? Ist doch eigentlich mehr als genug ausgeleuchtet, also wir sollten hier keine Probleme haben. Zur Sicherheit stelle ich aber hier noch eine Fackel hin. Bis bald, Netherportal. Wir werden dich bald... Wir werden bald in dich eindringen. So, was haben wir in diesem Part vor, meine lieben Freunde und Jens? Ja, ganz einfach. Wir wollen in diesem Part die Bibliothek bauen. Oder anfangen, besser gesagt. Ne? Nichts anderes werden wir tun. Also, ihr könnt auf jeden Fall davon ausgehen, dass hier die Bibliothek hinkommt. Und dafür brauchen wir Bücher. Eine Menge. Und ganz viel Holz. Und, ja, da ich keine Ahnung habe, wie man sowas speziell baut, werde ich erstmal das Craften wieder auf kindgerecht stellen. Oh ja. Na, wo haben wir es denn? Grundgesteinhebel. Lass uns das mal anmachen. So. Okay. Ich muss es wieder anschalten. Ich habe halt von solchen Sachen nicht so ganz die Ahnung. Seid mir da nicht böse, ne? Ja, wir brauchen auf jeden Fall sehr viele Blätter. Wir brauchen Leder. Was wir noch brauchen, sind Planks. Okay. Also, heute geht die Eichenholzjagd los. Nicht wahr? Ich denke schon. Zur Sicherheit packen wir auch erstmal diese ganzen Materialien weg, die so ein bisschen Wert haben. Ich denke auch, wir werden uns auch mehr als eine knackige Eisenaxt gönnen. Habe ich noch Sticks? Nö, habe ich nicht. Aber ich habe hier noch ein paar Eichenbretter, mit denen ich auch noch die letzten Sticks machen kann. So, und dann machen wir uns ganz knackig noch eine Eisenaxt. Also wir werden heute auf jeden Fall noch ein bisschen Holz abreißen, ne? Ist klar. So. Zack. Na, aber ich habe schon Bock auf eine Bücherei. Besonders, das lässt das Haus auch ein bisschen krasser wirken. Na, außerdem wollten wir uns ja sowieso mal so eine Waffenkiste bauen. Und das würde ja so am besten gehen, ne? Außerdem müssen wir noch gucken, dass wir... Rüstung. Ja, genau. Scheiße. Da war ja was. Rüstung. Die wir auch mal irgendwann verzaubern können. Definitiv. Ne? So. Okay. Ziehen wir es mal an, fühlen uns damit so ein bisschen sicherer noch. Und dann können wir eigentlich schon losgehen. Na, komm. Okay. Na, aber das ist halt eine Premiere für mich, dass ich heute versuche, eine Bücherei zu bauen. Oder was heißt eine Bücherei? Halt so eine Art... Ja, es ist schon so eine Art Bücherei, ne? Aber es ist halt für mich so eine Art Premiere, dass ich sowas zum ersten Mal heute mache. Also selber.
Ich war zwar öfter mal auf gewissen Servern, wo sowas mal gemacht wurde, aber ich stand halt daneben und dachte mir, ja. Aber hab dazu halt nichts beigetragen, ne? So viel dazu. So, lass uns hier noch ein paar Eichensetzlinge hinsetzen, Alter. Da hab ich Bock drauf. So ein bisschen Natur muss ja auch sein, ne? Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Zack, 1, 2, 3, 4. Ja, wir machen das mal mit 4 Abstand, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, wobei, dann könnte das hier so ein bisschen am Weg nagen. Aber wäre auch eine Idee, hier überall Bäume hinzusetzen. Ich glaube, das mache ich auch. Lässt das Ganze so ein bisschen voller wirken, ne? Gut. Also sowohl hier als auch dort als auch hier als auch dort. Nö, so ein bisschen muss ja auch sein, ne? Die Scheiße soll sprießen. Und vor allem soll sie hübsch aussehen. Oh. Oh ja. Ja, meine lieben Freunde und Kinderchens. Und da wir jetzt ein bisschen Holz abbauen werden und das vielleicht ein bisschen langweilig ist, möchte ich nochmal über so ein paar knackige Themen reden. Ich habe ja schon mal vor ein paar Parts über Minecraft Ground Wars geredet. Ein Konzept von mir, was so ein bisschen, ja, das weitläufige Varo und das kurzknackige Survival Games kombinieren und vereinen soll und verschmelzen soll. Zu einem gewissen Spiel. Konzept und Prinzip. Und ja, die erste Map dieses Konzepts ist soweit, wenn ihr das sehen solltet, fertig. Ich werde mich auch schon wahrscheinlich, wenn ihr das gerade seht, an einen Trailer gesetzt haben und an das Ankündigungsvideo. Ob es schon rausgekommen ist, das muss ich noch schauen. Ich nehme es hier so ein bisschen auf Vorrat auf. Wobei ich halt sagen muss, ich habe die letzten Tage echt kein Minecraft aufgenommen. Ich kam da gar nicht zu. Ne? Ich habe locker so 3 Tage kein Minecraft aufgenommen. Das ist zum ersten Mal in der Geschichte von Minecraft Wii U, dass ich sowas geschafft habe. Ne? Aber ich sag's auch ganz ehrlich, wenn man einen Vorrat hat, kann man sich das auch locker leisten. Ne, dann denkt man sich, ah, brauche ich heute nicht mehr aufnehmen. Und das ist halt so ein Grundgedanke, der kommt sehr häufig. Aber darum soll es nicht gehen. Es geht um Minecraft Ground Wars. Ich möchte euch erstmal sagen, die Map ist, wie gesagt, soweit so gut wie fertig. Also es fehlt echt gar nicht mehr viel. Die Mauer, um halt quasi den Bereich abzugrenzen, ist fertig. Ja. Ich habe so eine riesige Bedrock-Mauer platziert, die dafür sorgt, dass so ein paar Spielverderber nicht noch über die Mauer gehen können. Ja, darüber hinausgehen können, ne? Sondern dass es ein abgesperrter Bereich ist. Und ja. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe halt quasi eine Map entworfen und das Problem an dieser Map ist einfach nur, ich bin für meinen Geschmack sehr weit außen an der Map. Also ich bin nicht mittig gespawnt, wie es halt optimal der Fall ist, sondern ich bin sehr, sehr weit ja nach außen gespawnt, ne? Wieso lebt meine Eisenspitzhacke noch? Die ist doch tot. Ist sie nicht gerade eben weggestorben? Keine Ahnung. Das ist komisch. Naja. Auf jeden Fall, ich bin halt sehr, sehr weit außen gespawnt und ich habe für meinen Geschmack auch die, ja, Grenze der Welt auch für meinen Geschmack ein bisschen zu weit, ja, außen platziert und sowas, ne? Es ist halt so ein quadratischer Bereich, vielleicht auch rechteckig, das kann auch sein, und er ist rechteckig, also ganz quadratisch ist er nicht, er ist schon irgendwie so ein bisschen rechteckig. Ne, aber auf jeden Fall ist dieses Zentrum umgeben von einer riesigen Bedrock-Mauer. Und ich finde auch, das Ganze lässt die Welt auch sehr eingrenzen und gefährlich wirken. Also ich, diese Mauer, die kann schon irgendwie druckaufbauend sein, durchaus. Also gerade durch die Tatsache, dass man sieht, okay, fuck, da ist eine riesige Mauer und ich komme da nicht dran vorbei und ihr seid im Spawn und
die Survival Games oder diese Art Survival Games Runde, diese Ground Force Runde, die geht los und alle rennen irgendwo hin und wissen nicht, wo sie hingehen sollen, weil sie es gerade zum ersten Mal sehen und so weiter und so fort. Und ich denke, diese Bedrock-Mauer, die kann da schon so ein bisschen weiter druckaufbauend sein, was halt ziemlich cool ist. Ne? Aber mal sehen. Mal sehen, wie es bei euch ankommen wird. Also sehr viele sind darauf gehypt, was mich halt sehr freut. Ne? Ich mach's ja für euch. Also erstmal natürlich, ne? Ich habe das Ganze auch nicht alleine geschafft, sondern... Ich habe das Ganze nicht alleine gemacht. Das muss ich dazu sagen. Ich habe diese Bedrock-Mauer nicht alleine aufgestellt. Da muss ich echt so ein paar Leuten danken und das mache ich erstmal hier so ein bisschen. Also natürlich erstmal ganz großes Dankeschön an den guten Zoras Boy, der auch immer tatenkräftig bei Minecraft Community am Start ist und dort immer so gut wie immer on ist. Dann natürlich noch ein großes Dankeschön an den Hyrulean, der vielleicht mal hier und dann ein bisschen, ja, seinen jugendlichen Leichtsinn gezeigt hat und nicht immer Lust hatte, irgendwas zu machen, aber er hat auch geholfen und auch dir gebührt mein Dank. Dann noch an meine ganzen Homeboys, wie zum Beispiel Eugen, Noah, Tim. Ich denke, das war's von den Leuten. Ja. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt keinen vergessen habe, aber ihr habt natürlich hauptsächlich geholfen, auch die Mauer zu errichten und so weiter und so fort. Und naja, da kann es ja auch bald schon losgehen. Das ist enorm krass. Das freut mich. Soll ja auch ein Projekt sein, was einmal die Woche kommt, ne? Habe ich ja auch schon mal gesagt. Und ich freue mich drauf, wenn es endlich losgeht. Besonders, ich bin auch auf eure Reaktionen gespannt. Hallo? Was ihr davon halten werdet. Ob das vielleicht längerfristig bei euch ankommt und sowas. Ob das nicht ein bisschen zu monoton wird. Gut, zu der Monotonie kann ich sagen, ich will es ja auch so machen, dass ich quasi... Ja, Kinders. Kinderchens. Hi. Ich werde es so machen, dass ich auch mehrere Maps einfüge. Ne? So. Aber das muss ich noch gucken. Also ich habe auf jeden Fall vor, mehrere Maps zu entwerfen. Problem daran ist aber so ein bisschen, es ist sehr viel Aufwand. Einerseits. Aber andererseits kann ich auch sagen, ja, Kinders. Ich muss auch sagen, die Bedrock-Wand-Idee, die war auch hier und da schon mal so ein bisschen dumm. Warum dumm? Aus dem Grund... Ah, gereimt, Bitch. Aus dem Grund, weil es halt so lange dauert, diesen minimalen Bereich mit Bedrocks abzugrenzen. Das ist halt so eine Sache, die dauert so fast unfassbar lange. Das ist nicht normal. Und ich habe vor, bei der nächsten Map vielleicht ein größeres Gebiet zu machen, weil das aktuelle schon so ein bisschen klein ist. Aber... es ist immer noch so groß genug, dass man sich da nicht so lange aufhält, wie jetzt zum Beispiel bei Varo, ne? Also es ist halt so ein Zwischending, muss ich sagen. Ne? Varo ist halt so, es gibt eine unendlich große Welt, oder nicht unendlich groß, also sie ist auch endlich groß, aber sie ist schon groß. Ne, aber sie ist so groß genug, dass man da so locker 10 bis 20 Parts drin verharren kann, sage ich jetzt mal, ne? So. Was halt bei mir der Fall ist... Hi. Was halt bei mir der Fall ist, meine Map sorgt halt dafür, sie ist größer als Survival Games, kleiner als Varo und hat pro Runde bestimmt Platz für 1 bis 2 Parts locker. Also 20 Minuten wird man auf diesem Server mindestens verbringen. Das kann ich euch versprechen. Also da soll der Spaß keinerlei Grenzen gesetzt werden, muss ich sagen, ja. Nein, ich habe Bücher gemacht. Oh mein Gott, man braucht doch Bücher für ein Bücherregal. Oh mein Gott. Alter Falter. Ich hatte schon voll die Angst, ey. Meine Fresse. Gerade mal 7 Bücher, Alter. Aua. Es ist schon so wenig, dass es weh tut. Gut, ich würde mal sagen, wir sollten vielleicht ein bisschen... das Ganze ein bisschen größer machen, ne? Wobei, das geht ja gar nicht. Weil da unten ja quasi ein Abgrund ist und da kann das Wasser nicht hin. Ah, Scheißdreck.
Ja. Also 7 Bücherregale sind jetzt, glaube ich, nicht so viel, ne? Wir können sie aber schon mal platzieren. Chillig. So, dann der Zaubertisch. Zack. Na, man muss sagen, es ist natürlich sehr, sehr klein und ich könnte vielleicht auch... ich hoffe natürlich, dass... Okay. Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Verlust draus gezogen, ne? Durchs Abbauen. Ich hoffe es mal nicht. Naja. Dann hier noch ein Regal und da noch ein Regal. Mal sehen. Eisenschwert drauflegen. Ich weiß ja nicht, was das bringt. Man sieht das hier ja erstmal gar nicht. In so Spielen wie Survival Games oder Skywars sieht man es direkt, aber hier siehst du es gar nicht. Das ist schade, ne? So, ich würde aber sagen, wir... Nein. Lass uns mal was anderes verbessern, wie zum Beispiel die Hose und alles weitere hier. Gönnen wir uns. Das kostet 11 Level. Na, ich weiß nicht. Wir machen erstmal die Brustplatte. Schutz 1, das ist super. Weiteres Schutz 1, ja, das ist krass. Schutz 1, Federfall 2, das heißt, oh, man fällt gar... Oh, das ist gut. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, ich blinke, ja. Gut, meine lieben Freunde und Kaninchen, ich würde sagen, ich... Werden wir dafür sorgen, dass wir uns vielleicht ein größeres Feld aufbauen in Sachen Zuckerrohrplantage. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Muss ja auch sein. Ne, wir wollen jetzt ein bisschen mehr vielleicht ein größeres Regal errichten. Das ist jetzt ein bisschen minimalistisch gehalten. Wir werden mal sehen, ne, meine lieben Freunde und Kaninchen. Ihr wisst Bescheid. Zack. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir haben jetzt noch mehr genug Holz, um eine Kiste zu errichten. Machen wir aber auch alles erst im nächsten Part. Was ich aber offscreen machen kann, ist Eisenerz und das Golderz einschmelzen. Das kann man noch machen, definitiv. Ne? Was man noch sagen kann, wir haben alle Level verbraten. Jedes einzelne. Das ist auch krass. Naja, meine lieben Freunde und Kaninchen, das soll es gewesen sein. Bis dahin, haut rein, ciao.